Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit euch über Dalton reden. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich möchte mit euch über Dalton reden, weil ich jetzt gerade einen Rabattcode in Höhe von 25% habe. Das ist der Hammer. Spa-Claudi gibt dir aktuell 25% Rabatt auf das komplette Sortiment. Ausgenommen sind wie immer Gutscheinkarten und auch der Adventskalender und auch bereits rabattierte Produkte, aber nicht die Sets. Die gucken wir uns gleich auch nochmal genauer an. Und heute möchte ich dir einfach mal so ein paar Produkte nahelegen, über die einfach mal ein bisschen sprechen, euch erzählen halt auch, warum ich die so endgeil finde und warum ich sie genau jetzt verwenden werde. Und ich freue mich auch tatsächlich auf super viele von diesen Produkten schon, sie endlich in Anwendung nehmen zu können, weil sich jetzt im Herbst meine Routine auch ein bisschen umstellt. Ne? Die UV-Strahlung ist nicht mehr so hoch, dennoch verwende ich natürlich auch Lichtschutzfaktor und so und achte auf meine Haut, aber da ist jetzt ein bisschen was, was sich ändert. Das heißt, ich beschäftige mich genau jetzt viel, viel intensiver mit meiner Haut und bin jetzt quasi im Restaurierungsprozess. Genau. Und ja, ich bin jetzt gerade, wenn ihr das Video seht, in Regensburg zusammen mit ein paar Ladies von Dalton und nehme euch da auch super gerne auf Instagram mit. Also schaut super gerne vorbei, wenn ihr da einfach auch ein paar intensive Einblicke bekommen möchtet. Ich vlogge auch diese Woche und das werdet ihr dann auch nächste Woche sehen. Ich denke, am Mittwoch oder Donnerstag kommt der Vlog dann auch online. Ach so, und weil ihr einfach geil seid, weil ohne euch das alles gar nicht existieren würde, hier mein Kanal, die Kooperation, alles hier im Prinzip, ja, habe ich auch eine Verlosung für euch mit am Start. Also ja, es gibt ein bunt zusammengestelltes Beauty-Paket, was ich für euch packe. Das wird einen sehr, sehr hohen Wert haben. Und ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video hier in der Infobox drin. Schau super gerne mal rein. So, nicht lang mehr weiterschnacken. Ich habe hier zuallererst den fettesten Deal, den ich so finden konnte auf der Homepage. Und zwar ist das hier dieses Bestseller-Kit. Marine Selection Topseller. Da sind 11 Produkt-Highlights drin und das Ding ist sowieso schon mal um 31% rabattiert und dann gehen ja nochmal die 25% von meinem Rabattcode dann quasi ab, sodass du hierfür irgendwie 112 oder so bezahlst und das ist 100 Euro Ersparnis, also fast die Hälfte. Also es ist Wahnsinn, richtig, richtig geil und hier sind richtig gute Produkte drin. Dalton ist ja Marinekosmetik und ja, das sind hautverwandte Inhaltsstoffe, weil das Leben aus dem Meer kommt und du bist Leben und ich bin Leben. Und evolutionstechnisch kommen wir irgendwie aus dem Meer und deswegen sind die Inhaltsstoffe und die Wirkstoffe, die Dalton verwendet, sehr mit den Sachen so verwandt, die sich in unserer Haut, in unserem Körper befinden, sodass ich mit meiner sehr, sehr sensiblen und sehr, sehr trockenen Haut die Produkte 1A vertrage und ich habe so krass mein Hautbild verändert, meine Haut revolutioniert mit den Produkten von Dalton und bin da einfach super dankbar für. Wir haben zum einen dieses wundervolle Täschchen mit dabei. Übrigens müsste es von meiner Bag noch so eine Handvoll geben. Wenn ihr Bock habt, kauft die gerne, dann könnt ihr nämlich auch nochmal 25% sparen und habt dann meine absoluten Lieblingsprodukte direkt in einer Tasche drin. Und ja, hier schauen wir aber mal in dieses Kit rein, was sich hier drin befindet. Und ich sehe schon, dass hier auch einige Produkte drin sind, die auch in meiner Bag drin sind. Und hier habe ich zuallererst ein Booklet, wo die Produkte auch nochmal aufgeführt sind. Da ich die Produkte aber soweit kenne, werde ich euch das auch so aus dem Bauch heraus erzählen können, ne? Genau, so. Ein bisschen was lege ich mir aber trotzdem mal hin, weil ich immer zwei verschiedene Ampullen durcheinander bringe. Kommen wir gleich zu. Zuallererst habe ich meine liebste Lieblingsmaske, Leute, die ist so geil. Das ist die Hydrolift-Maske. Natürlich kann man die sich auch so holen, die gibt es ja solo auch zu kaufen, ne? Aber wenn die in Sets mit dabei ist oder im Adventskalender oder so, habt ihr einen mega Deal. Ich kann es euch einfach nur ans Herz legen. Das ist die geilste Maske, die ich je getestet habe. Und ich habe sehr, sehr viele Masken getestet. Ich habe vielen meiner Freundinnen diese Maske auch schon mal gegeben. Und sie haben alle gesagt, was ist das für eine Maske? Wie geil ist diese Maske? Wie großartig? Und auch viele von euch haben die schon getestet. Und alle haben mir gesagt, dass sie die sehr, sehr gut finden. Es kann bis zu dreimal wiederverwendet werden. Da sollte man halt ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so eine offene Stelle oder so habe, nö, dann sollte man das jetzt nicht unbedingt machen. Aber ansonsten, wenn deine Haut halt im normalen Zustand ist und einfach nur Feuchtigkeit benötigt und geliftet werden möchte, kannst du die, wie gesagt, einfach nach der Anwendung hier wieder reinmachen. Und das ist eine Maske, die sich wie ein Saugnapf an dein Gesicht ransaugt und richtig schön Feuchtigkeit spendet. Einen nachhaltigen Effekt gibt und wirklich ein ganz, ganz tolles Ergebnis gibt. Also sowas vor Events ist für mich persönlich zu einem Muss geworden und ich liebe diese Maske. Ich finde sie großartig, mega empfehlenswert und deswegen auch 1A in dieser Box halt auch aufgehoben. Dann gibt es hier auch noch eine Creme drin und das ist, finde ich, das Klopperprodukt in dieser
Bag, ne, in dieser Topseller Bag. 50 Milliliter sind hier drin enthalten, nämlich von der Hyaluronic Urea Hydro Boost Anti-Aging Feuchtigkeitscreme. Die gibt es auch noch in der Emulsion-Variante, die dann ja etwas leichter ist, ne? Und ja, das hier ist dann die etwas festere Variante, die ich einfach jetzt im Winter liebe und euch einfach mega ans Herz legen möchte. Und das ist eine Full-Size, die sich hier drin befindet. Super geeignet für trockene Haut, für sensible Haut, für unruhige Haut, ne? Wenn man Rötung hat oder so, weil das Urea halt auch in dem Sinne ja beruhigt. Und ich finde sie sehr empfehlenswert und jetzt im Herbst halt auch wirklich richtig geil, weil man da ja die Hautpflege auch umstellt für mehr Wirkstoffe, intensivere, aggressivere Wirkstoffe in der Hautpflege, dafür aber mehr Feuchtigkeit und mehr Liebe, mehr, weiß ich nicht, was sagen soll, Wohlbefinden für die Haut. Und ja, da ist halt Hyaluronsäure mit drin, da ist Urea mit dabei und so gute Inhaltsstoffe, die die Haut so schön pflegen und nähren, und das macht einfach Sinn. Dann haben wir hier auch von dem Enzympeeling, das müssten zwei Sachets sein, genau. Und das ist etwas, was man ganzjährig verwenden kann und auch in Schwangerschaft und Stillzeit. Und auch hier hast du pro Sachet 2 bis 3 Anwendungen drin, ne? Also da kommt man wirklich eine Weile mit aus. Das ist ein sehr mildes Peeling, was ich persönlich aber richtig gerne mag. Ich habe auch schon andere Enzympeelings ausprobiert und ich muss wirklich sagen, dass die von Dalton am besten sind, weil die die Körnchen hier drin einfach super angenehm sind, die rubbeln nicht auf der Haut, also es ist wirklich null mechanisch und es ist effizient, ohne dass du halt wirklich nachher dieses Spannungsgefühl hast, dass du irgendwie das Gefühl hast, du hast irgendwie deine Haut stark behandelt oder so, aber trotzdem ist der Effekt halt da und das kann ich halt einfach immer wieder nur unterstützen, immer wieder hervorheben, dass ich die Enzympeelings 1A finde. Und ich habe sie natürlich auch in meiner Schwangerschaft und in der Stillzeit verwendet und kann jetzt auch wieder umsteigen auf die chemischen Peelings. Genau, aber das ist dann quasi so für die andere Zeit oder für die, die halt richtig sensible Haut haben und sagen, boah, mit ihr diesen ganzen chemischen Peelings will ich gar nichts am Hut haben, dann gönnt eurer Haut auf jeden Fall Enzympeelings. Mechanische Peelings sind immer so eine Sache, bin ich gar kein Fan mehr von, weil ich einfach gemerkt habe, durch die ganzen Mikroverletzungen auf der Haut mache ich mein Hautbild dadurch nicht besser, ganz im Gegenteil. Und das Schrubbeln habe ich gerne am Körper, aber halt nicht im Gesicht und deswegen super gerne das Enzympeeling verwenden. Und ja, wenn man da in dem Vibe drin ist, muss ich ganz ehrlich sagen, kommt man relativ schnell dazu, dass man sagt, okay, so Wirkstoff, Kosmetik und so chemische Peelings können auch schon ganz geil sein. Und deswegen schaut euch die Enzympeelings an, sind hier in der Tasche mit drin, aber werden auch definitiv solo so im Shop sein. Ne? Dann haben wir hier Mixit, die Favorite Selection Ampoule. Hier sind 3 Ampullen drin enthalten. Zum einen meine allerliebste Lieblingsampulle, die müsste hier in der Mitte sein. Nee, nicht ganz. Die befindet sich an der Seite. In der Mitte ist noch eine andere. Also die Caviar Deluxe haben wir hier ganz außen. Das ist die Hochzeitsampulle. Die ist einfach großartig. Ich weiß gar nicht, wie genau ich die beschreiben soll. Also die vereint alles, was ich von einer Pflege mir wünsche. Ich verwende Ampullen anstelle von einem Serum zum Beispiel. Gib mir die auf Gesicht, Hals und Dekolleté. Du kannst natürlich auch dir zusammen mit den Ampullen so einen Ampullensprüher holen. Das gibt es auch bei Dalton. Das ist ein relativ günstiges Produkt. Kannst du auch mit allen anderen Ampullen kombinieren. Ne? Du musst halt nur darauf achten, dass die Konsistenz der Ampulle nicht zu dickflüssig ist, sodass es sich ja auch hochpumpen lässt und dass da nicht irgendwelche Stückchen drin sind, sodass der Sprüher halt nicht verstopfen kann. Ne? Das ergibt Sinn. Auf jeden Fall, die Caviar Deluxe Ampulle ist einfach total nährend, total angenehm, aber gleichzeitig nicht zu viel auf der Haut, weil sie nicht ölig ist. Sie ist einfach super pflegend und sie beruhigt meine Haut. Und wie gesagt, die ist halt bekannt als die Hochzeitsampulle, weil die halt auch alles irgendwie weich zeichnet und schön macht. Und ich finde die auch als Primer so genial und kann sie euch wirklich wärmstens empfehlen. Dann haben wir hier in dem Ampullenset auch die Hyaluronic Urea, passend zu der Creme hier mit drin. Das ist auch eine ganz, ganz tolle, sehr feuchtigkeitsspendende Ampulle, die auch dafür sorgt, dass deine Haut wirklich mit Feuchtigkeit versorgt wird und dadurch dann ja auch so einen kleinen Plumping-Effekt bekommt. Und deswegen ist es auch eine sehr, sehr angenehme Ampulle, die gleichzeitig durch das Urea dann halt ja auch noch beruhigt. Und dann haben wir die No Filter Needle, die ich immer mit irgendwas anderem verwechsel. Deswegen habe ich mir hier einfach mal das Quietsch-Heftchen aufgeklappt, weil da muss ich ehrlich sagen, da muss ich kurz spicken. Das ist die Forever Flawless Photoshop-like Ampulle. Genau. Und die gibt einen ebenmäßigen Teint und eine umwerfend zarte Haut.
Ja, ich verwechsel die, wie gesagt, immer gerne mit der Multitasking-Ampulle. Manchmal habe ich auch irgendwie, ich weiß nicht warum, ich arbeite ja schon seit 3 oder 4 Jahren sogar schon mit Dalton zusammen, aber manchmal habe ich dann so diese Knoten. Das ist ganz verrückt. Dann habe ich hier auch noch zwei von den High Concentrates drin, die wirklich, wirklich toll sind. Die wurden letztes Jahr, glaube ich, veröffentlicht. Und die High Concentrates sind so hoch dosiert, dass Dalton dafür eigens eine Tabelle angefertigt hat, die ich mal einblende. Dort sieht man, welche Concentrates man miteinander kombinieren sollte und welche besser nicht, eben weil es Institutskosmetik ist und die dadurch halt sehr, sehr hoch konzentrierte Wirkstoffe in den Produkten haben, die die als High Concentrate halt rausgebracht haben. Und ich finde diese Linie aber so geil, weil du damit die Haut gezielt bearbeiten kannst. Du kannst der Haut in dem Moment genau das geben, was sie braucht. Du kannst die Produkte aber auch jeweils als Kur anwenden. Da haben wir zuallererst für den Feuchtigkeitsbooster und den dadurch folgenden Plumping-Effekt, spendet intensiv Feuchtigkeit und hat einfach die Wirkstoffe in einer mega hohen Konzentration hier drin, sodass du hier einfach nochmal mehr Feuchtigkeit für deine Haut drin hast, was ich wundervoll finde. Und dann haben wir auch noch das Niacinamide Serum mit 10% Niacinamiden und das gibt halt den ebenmäßigen Teint, das gibt Flawless Skin, eben weil das die Haut beruhigt, das Hautbild beruhigt, ja, und alles halt ebenmäßiger erscheinen lässt, dadurch, dass halt dann quasi Rötung und Pigment Flecken angeglichen werden und alles einfach ebenmäßiger wird. Und Niacinamide ist halt einfach ein wundervoller Wirkstoff, ein wundervoller Inhaltsstoff in Produkten, was meiner Haut sehr, sehr geholfen hat, weil ich auch relativ viele so Rötungen und Pickelmale hatte und so weiter. Und mein Hautbild auch sehr unruhig generell aussah. Und Niacinamide haben mein Hautbild wirklich entspannter gemacht. Finde ich großartig. Was ich euch aber auch noch als High Concentrate empfehlen möchte, es tut mir so leid, dass ich so verpeilt bin, ist das hier. Das ist das Triple Ceramide Serum. Das habe ich selber auch aktuell in Anwendung, Skin Repair. Das habe ich jetzt auch so gerne verwendet, weil da halt einfach ja, Ceramide in unterschiedlichen Partikelgrößen quasi oder Molekulargrößen drin sind, die dann intensiv auch in die Haut eindringen können, in unterschiedliche Hautschichten, um da die Haut zu reparieren. Und das habe ich wirklich auch immer wieder gebraucht und ich werde es auch immer wieder brauchen, weil ich halt eine sehr sensible Haut habe, die immer wieder dazu neigt, halt auch einfach repariert werden zu wollen. Und da sind Ceramide einfach großartig. Das ist ein bisschen dicker, also die beiden sind sehr flüssig, genauso wie auch das Vitamin C zum Beispiel, wohingegen das Triple Ceramide und auch das Retinolserum, wo wir gleich zukommen, dickflüssiger sind. Wir haben alle diese High Concentrates auch in diesen Glaspumpern drin, die auch mit diesem Braunglas sind, was einfach auch das Produkt, was da drin ist, vor dem Licht schützt und dafür sorgt, dass die Produkte stabil bleiben. Ne? Genau. Und so schaut dann das Ceramid-Serum aus, was ich auch aktuell in Anwendung habe. Verwende ich auch super gerne an Peeling-Tagen. Also wenn ich abends ein Peeling gemacht habe, verwende ich danach in meiner Abendroutine dieses Ceramid-Serum, ne? Das High Concentrate. Und das ist super angenehm. Ich habe jetzt einen Pumper hier auf meinem Handrücken und das lässt sich schön verteilen. Es ist halt so eine milchige Flüssigkeit, ne? Und darüber gebe ich mir tatsächlich auch noch meine normale Abendpflege oder auch Tagespflege, wenn ich das morgens anwende. Hat auch super geholfen, als ich so ein bisschen Sonnenbrand und so hatte. Es hat super schön beruhigt. Also, ne, das nochmal so am Rande erwähnt. Dann habe ich hier auch noch drin enthalten 3 weitere Produkte. Natürlich dürfen die Augen nicht vergessen werden. Und da haben wir etwas mit dabei, was jetzt nicht so mein 100%iger Favorit ist. Also da bin ich eher bei der Q10 Augenpflege. Aber das hier hat auch diesen wundervollen Kühlapplikator mit dabei. Da weiß ich auch, dass es einer eurer Favoriten ist. Instant Effekt glättendes Augengel. Also das ist eine sehr, sehr leichte Konsistenz, die da auch rauskommt. Und mit dem Applikator, der hier oben drin ist, ohne dass er vorher im Kühlschrank war, kühlt es direkt, weil du trägst es damit ja unter den Augen auf. Und dann wird direkt alles gekühlt. Morgens eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ja, auch im Sommer, ne? Aber ich bin eher so bei der Q10, weil die halt noch nährender ist und noch belebender. Das kann ich einfach ein bisschen besser gebrauchen, dadurch, dass ich auch nachts jetzt nicht so super viel Schlaf bekomme aktuell mit einem bald 11 Monate alten Baby. So, dann haben wir hier noch 2 Schätzeleins drin enthalten. Einmal ist das hier, die habe ich hier mir auch hingestellt, weil ich die so geil finde. Die habe ich aktuell auch in Anwendung. Das ist jetzt die kleine Größe davon. Face Care Magical Effect, die klärende Schönheitsmaske. Hier in der Tasche sind 15 Milliliter drin enthalten. Normalerweise sieht der Tegel so aus und enthält 50 Milliliter. Und das ist eine Maske, Leute, die klärt eure Haut. Ich habe euch auch in meinem reiner Haut, das kommt noch, das ist noch gar nicht online.
Wir warten noch. Genau, da kommt noch ein Video tatsächlich zu. Auf jeden Fall haben wir hier eine Maske, die die Haut tatsächlich klärt. Und sie hat auch so einen leicht kühlenden Effekt dabei, der aber nicht störend ist. Das ist eine Maske, die man sich sehr dünn nur auftragen muss. Und die halt dein Hautbild verfeinert, die klärt, die kühlt, ohne auszutrocknen. Das ist so angenehm. Und die braucht nur 5 Minuten auf deinem Gesicht und du hast wirklich einen Magical-Effekt dadurch. Das ist eine so, so tolle Maske und sie riecht halt auch angenehm nach diesen marinen Inhaltsstoffen. Und das ist also so, das riecht wirklich wie Spa at Home. Ne? Das ist wirklich eine Spa-Geschichte für zu Hause. So, rampampam. Dann habe ich hier noch als letztes Produkt in dieser Bag mit drin ein Antifalten-Serum aus der Extreme Lift-Reihe. Das sind 10 Milliliter. Die Extreme Lift-Reihe ist super effektiv. Die mag ich auch gerne. Ich mag nur leider den Duft davon nicht. Das ist Geschmackssache. Es gibt andere, die den Duft hart feiern. Ich bin halt eher so, was den Duft angeht, bei der Hyaluronic Urea oder bei der Q10-Reihe. Aber die Extreme Lift-Reihe, die bewirkt halt nochmal ein bisschen mehr. Ne? Also die ist auch wirklich dafür da. Ich habe jetzt hier auch ein paar Stirnfalten, ich habe Augenfalten und so. Und da kannst du mit der Extreme Lift-Reihe halt wirklich schon was ganz Gutes mit bewirken. Ne? Und ja. Deswegen, da sind wundervolle Inhaltsstoffe drin enthalten, die dann auch deinem Gesicht helfen, etwas glatter auszusehen. Ne? Ein leichter Lifting-Effekt von zu Hause aus. So, das sind die Produkte, die sich in dieser Box befinden. Und wie gesagt, oder in der Tasche, ihr bekommt dadurch ein Preisersparnis von fast der Hälfte. Und das finde ich krass, eben durch meinen Code. So, ich habe jetzt aber noch ein paar weitere Produkte, die ich euch so zeigen möchte. Zum einen könnt ihr sparen, wenn ihr so ein bisschen euch die Ampullen mal angucken möchtet. Ich habe euch natürlich auch die Produkte in der Infobox verlinkt. Ne? Genau, da gibt es auch Ampullensets. Da könnt ihr euch einfach mal anschauen, welche Ampullen euch da am meisten zusagen. Ich persönlich finde, dass die Begriffe, die dort auch genommen werden, sehr, sehr treffend sind. Und mein liebstes Ampullenset, ich hoffe, dass es das noch gibt, ist die Marine Selection. Das ist dieses hier. Da sind alle Ampullen drin, die ich großartig finde. Die Extreme Lift Ampulle ist hier mit drin enthalten, die ja diesen Lifting-Effekt hat. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen, über die Reihe. Die bewirkt halt gut was in meinem Gesicht. Ich mag halt nur den Duft nicht. Die Q10 gibt einen wirklichen schönen Energy-Boost, einen schönen Energie-Boost, der belebt die Haut, ohne halt irgendwie unangenehm sich anzufühlen. Es ist halt wirklich ein belebendes Produkt, ein belebender Inhaltsstoff. Dann haben wir die Caviar Deluxe, haben wir schon drüber gesprochen, die Hochzeitsampulle, die ich einfach über alles liebe. Die Hyaluronic Urea, haben wir auch schon drüber gesprochen, Feuchtigkeit, Beruhigung der Haut. Und die C-Ampulle, die mit Stammzellen aus dem Meer arbeitet und dort halt auch einfach der Haut nochmal so richtig schön Nährstoffe gibt und ein schönes Strahlen verleiht. Und das sind die 5 Ampullen, die einfach großartig sind und hier hast du halt einfach das Ganze in dem Set, ne? Mega cool, wirklich mega cool. Auch als Geschenk tatsächlich eine ganz coole Sache. Ne? Als nächstes habe ich hier die, also ein paar Produkte, die ich euch einfach empfehlen will. Das ist einmal, wenn ihr so generell in dieses Masken-Game reinkommen möchtet bei Dalton, schaut euch definitiv die Pink Splash Moisturizing Mask an. Das klebt sich an dein Gesicht. Die ist noch mal krasser vom Saugeffekt her als die Hyaluronic, als die Hydro Boost Maske, Mensch. Sondern ja, die ist pink. Das ist großartig, ein bisschen Barbie-Core. Die ist auch relativ günstig. Was hier halt einfach der Unterschied ist, du kannst sie nicht bis zu 3-mal verwenden. Also das ist wirklich eine Einmalanwendung und sie hat auch nicht diesen glättenden Effekt mit dabei. Die gibt halt die Feuchtigkeit ins Gesicht. Ne? Die ist auch toll, vor allem im Kühlschrank sehr, sehr gut aufgehoben. Und halt, wenn du jetzt nicht unbedingt ein Freund davon bist, immer deine Masken zusammenzufalten und nochmal neu zu verwenden, ist das vielleicht auch eine ganz gute Alternative. Muss man sich einfach mal anschauen. Ja. Gibt halt sehr schön Feuchtigkeit. Und vielleicht ist es bei dir ja auch so, dass halt noch nicht so die Faltentiefe gegeben ist und gar nicht das Bedürfnis besteht, die Falten zu bearbeiten. Dann ist vielleicht so eine Maske auch eine ganz gute Geschichte. Also für mich vor 10 Jahren vielleicht. Dann, was einfach so unbedingt in dieses Video gehört, das sind diese Augenpads. Mein Spruch bei diesen Augenpads ist immer, mit denen kannst du über Kopf an der Decke staubsaugen. Hört sich ein bisschen crazy an, ist aber irgendwie auch so, weil die richtig gut halten. Ich habe mich sonst immer aufgeregt, wenn du so Augenpads hast, die so durch die Gegend wandern und irgendwie übers ganze Gesicht wandern, weil ich verwende die immer unter der Dusche, ach Quatsch, unter der Dusche, Quatsch, morgens, wenn ich meine Zähne putze. Und ja, dann habe ich die halt
unter meinen Augen und dann noch eine Gesichtsmaske, eine Crememaske drauf. Und da möchte ich jetzt nicht, dass meine Augenpads irgendwie nachher an meinem Kinn hängen, sondern die sollen schon an meiner unteren Augenpartie und auch hier außen sein und da halt ihren Job verrichten. Das ist so mein Plan. Und das machen die. Also die geben halt auch einen wirklich schönen Feuchtigkeitseffekt, Feuchtigkeitsbooster. Die geben einen schönen Lifting-Effekt und die nähern die untere Augenpartie. Die mindern auch so ein bisschen die Augenschatten und lassen alles einfach frischer aussehen. Und das ist ja das, was wir uns eigentlich von Augenpads auch erwarten und wünschen. Und die gibt es ja in einem 5er-Pack, glaube ich, oder 7er-Pack, ne? Und finde ich sehr, sehr empfehlenswert. Also wer Dalton mal ausprobiert haben möchte, sollte sich auch auf jeden Fall die Pads holen. Eigentlich alles, was hier steht, weil das ist großartig. ja. Wenn ich wirklich von Spa at Home rede, dann rede ich auch davon, dass man nicht nur das Gesicht in Betracht zieht, sondern den ganzen Körper. Ich persönlich verbringe abends im Bad, inklusive Duschen und dem ganzen Tralafitti, Abschminken und so weiter, eine Stunde. Das ist immer so meine Zeit, die ich mir aber auch nehme, die ich brauche, um einfach so ein bisschen abzuschalten, runterzukommen und mich einfach so auf das, was alles so dann in der Nacht oder auch am nächsten Tag kommt, vorzubereiten. Dass ich auch so mental schon mal so durch den Tag durchgehe und so weiter. Und dafür verwende ich halt einfach ein paar Spa-Produkte für mich, um da einfach, ja, meinem Körper auch wieder ein bisschen Liebe zu geben. Genau. Das mache ich mit verschiedenen Produkten und ich verwende sie wirklich zu besonderen Ereignissen, weil manche sind dann halt auch nicht so günstig, aber wenn ich mir wirklich was Gutes tun möchte und ich weiß, dass meine Haut auch jetzt zum Beispiel richtig viel Liebe braucht, weil jetzt auch die Winterhaut kommen wird bei mir, die dann sehr, sehr trocken sein wird und die Hautzellen möchten erneuert werden am Körper, verwende ich irre gerne das Body Care Spa Deluxe Ingwer Meersalz Körperpeeling. Das ist dieses hier und Leute, das ist der Hammer. Das ist so ein, also du hast hier wirklich Salz mit dabei, du hast Ingwerstückchen hier mit drin. Dann ist da eine Ölphase mit dabei und da ist auch ein Spatel in der Umverpackung mit drin. Ich mache das mittlerweile mit dem Finger, weil ich bin da eiskalt und ich liebe die Konsistenz. Dann rühre ich das schön um, nehme mir das so mit den Fingern auf. Das ist der Moment. Dann nehme ich das mit den Fingern auf und reibe es schön über meinen Körper und an meinen Beinen, an meinen Schienbeinen. Und wenn ich das verwende, habe ich an den Schienbeinen, unter den Armen gar keine Probleme mit Rasierpickeln oder sonst irgendwas und habe da auch eine so schöne genährte Haut, weil das Salz halt sanft peelt, ohne dass es brennt, bei mir tatsächlich. Gleichzeitig haben wir diese Ölphase mit dabei, die die Haut auch schön pflegt und nährt und du kommst halt nicht aus der Dusche raus und hast irgendwie so ein Spannungsgefühl, sondern du fühlst dich wie eine frisch gepeelte Göttin. Das ist einfach großartig. Also ich liebe diesen Duft. Ich habe es jetzt gerade noch verschlossen, weil ich gerade noch ein anderes in Anwendung habe. Aber sobald das leer ist, Leute, ich kann gar nicht so schnell gucken, wie ich das wieder in Anwendung nehme, denn ich liebe es. Ich versuche da nicht allzu viel von zu verwenden, spare mir das auch immer schön auf, sodass ich da vielleicht einmal im Jahr mir so einen Tiegel halt bestelle, ne? Und oder zwei. Aber das ist halt wirklich mein Winterpeeling. Das ist so geil. Wirklich geil. Wirklich geil. Wirklich geil. Und Ingwer passt natürlich auch zur ganzen kommenden Jahreszeit, zur kalten Jahreszeit. Das ist dann halt auch sehr hautbelebend, ohne dass es aber irgendwie brennt. Also wie gesagt, ein sehr, sehr, sehr geiles Peeling. Und wenn ich aus der Dusche rauskomme, mich abgetrocknet habe, dann denke ich mir, okay, meine Haut ist zwar schön jetzt auch gepflegt worden durch die Öle, aber ich habe eine furztrockene Haut. Da gönne ich mir doch super gerne die Body Care Spa Deluxe Anti-Aging Körperbutter. Also die beiden verwende ich auch tatsächlich immer in Kombination. Und das ist dann halt immer so, doch. Ey, ich habe so viele Körperpflegeprodukte auch schon verwendet, so viele Körpereincreme-Produkte, so viele Körperpeeling-Produkte. Aber immer, wenn ich dann wieder zu diesen beiden Schätzen zurückkehre, ist es für mich so geil, wirklich. Also nicht nur, dass diese Bodybutter extrem pflegend ist und deine Haut wirklich mit so viel Feuchtigkeit versorgt, dass sie auch wieder einfach heile ist. Also manchmal ist meine Haut ja auch einfach kaputt, weil ich zum Beispiel jetzt gerne so Strumpfhose und Stiefel trage und so. Und dann habe ich halt hier an meinen Schienenbeinen sehr oft diese Reibeisenhaut, ne? Das Peeling benutzen regelmäßig, also zweimal pro Woche, dienstags und freitags bei mir. Und jeden Tag diese wunderschöne Körperbutter. Brauchst du nicht viel von. Und der, also einmal der Duft ist Hammer, die Konsistenz ist so angenehm.
Und das Gefühl danach ist so schön und deine Haut ist perfekt. Ich kann es nicht anders sagen. Die ist richtig geil. Also das sind die beiden Körperpflegeprodukte. Ich habe noch nichts gefunden, was so geil ist. Und ich habe wirklich schon so viel verwendet. Und also die versetzen mich wirklich in eine ganz andere Sphäre vom Körperbewusstsein. Und das finde ich einfach angenehm. Und ich finde, das sollte man auch sich ab und an mal gönnen, dass man einfach so ein Spa hat. Das ist ganz witzig, dass mein Code auch Spa-Claudi heißt. Aber ja, das passt einfach, ne? Spa, gönnt euch das wirklich. Was man sich jetzt auch mittlerweile mit Dalton unter der Dusche gönnen kann, und das ist jetzt sehr crazy, die haben eine neue Linie auf den Markt gebracht, wovon meine Mom auch die Tagespflege oder die Creme generell in Anwendung hat. Die hat Neurodermitis-Haut. Mega gut. Also die hat ihre Haut extrem wieder beruhigt, ne? Und Mama benutzt auch mit meiner Empfehlung Niacinamide und es ist der Hammer, wie ich da helfen konnte. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich meinen Freundinnen und meinen Familienmitgliedern Produkte empfehle und sie die halt dann auch verwenden und ich einfach sehen kann, wie krass das Ganze sich verbessert, ne? Und da bin ich einfach immer sehr glücklich und sehr stolz drüber tatsächlich. Auf jeden Fall hat Dalton eben für sehr, sehr, sehr sensible Haut und Neurodermitis-Haut eine neue Reihe rausgebracht, die nennt sich Mineral Care Med für trockene und irritierte Haut. Und diese beiden Produkte sind geil. Die sind wirklich geil. Die sind relativ günstig tatsächlich, wenn man das in Relation zu den anderen Dalton-Produkten sich mal anschaut. Da haben wir einmal das Totes Meer Duschgel und Shampoo. Das verwende ich persönlich gerne als Shampoo, wenn ich richtig irritierte Kopfhaut habe. Und das funktioniert so gut. Du brauchst nicht viel davon. Gibst dir das ein bisschen in die Haare, schäumst es auf und dann ist wirklich alles gut. Das hat nicht jetzt irgendwie einen Tüdelütraler für die Duft dabei. Ich glaube, das ist sogar eher duftstofffrei. Aber es pflegt die Kopfhaut. Es macht halt, dass alles nicht mehr so irritiert ist und das kann ich halt gut gebrauchen, weil ich sitze hier tatsächlich eigentlich jetzt in letzter Zeit fast immer mit so einer Weihnachtsmütze. Ja, da ist natürlich meine Kopfhaut sehr gereizt. Und das kannst du auch als Duschgel verwenden, als sehr, sehr mildes Duschgel. Und ja, mega geil. Wirklich, wirklich geil. Und hier gibt es dann auch nochmal für die wirklich super, super, super trockene und irritierte Haut die Body Lotion. Die ist halt einfach duftstofffrei. Ich persönlich liebe den Spa-Moment mit der Bodybutter. Wenn es aber darum geht, dass ich sehr, sehr schwierige Haut habe, was ich Gott sei Dank nicht mehr so habe, wie ich das damals in meiner Jugend hatte zum Beispiel. Da hatte ich immer so Ekzem in meinen hier Kniebeugen und so und auch in meinen Ellenbogen. Da hätte ich sowas sehr gut gebrauchen können. Und ja, das ist die Mineral Care Med-Reihe. Auch sehr, sehr cool, denn bei Dalton findet eigentlich jeder so seine Reihe. Es gibt super viele unterschiedliche Reihen und für jeden Hauttypen ist da eigentlich auch die richtige Reihe mit dabei. Wenn man sich nicht ganz so sicher ist, kann man sich auch dort beraten lassen. Man kann seinen Hauttypen auch entsprechend bestimmen lassen und dadurch so einen Fragebogen Produkte empfehlen lassen. Und dann kann man sich nämlich auch solche Probensets auch zukommen lassen. Hier hatte mir jetzt meine Ansprechpartnerin was dazugelegt. Einmal die Hydroboost Anti-Aging Feuchtigkeitscreme, die ich hier ja auch schon drin habe. Die brauche ich aber, wenn ich jetzt am Wochenende, jetzt gerade, wenn ihr das Video ja seht, zu Dalton fahre tatsächlich. Und hier habe ich nochmal das AHA-Peeling drin. Da kommen wir jetzt nämlich auch tatsächlich zu. Denn ja, der Herbst ist jetzt auch so für mich die Zeit, wo ich auch wieder anfange mit den chemischen Peelings. Da hat Dalton vor einem Jahr, da war ich noch hochschwanger auf dem Event, das weiß ich noch, da habe ich auch Nicole von Chiquitas Place kennengelernt und auch die liebe Katrin von Katrins Welt und so. Und da wurden die Peelings vorgestellt und so, so interessant. Also ich werde jetzt erstmal starten mit dem 12% PHA Peeling, weil das ist so, ja auch aus der Sensitive Care Reihe halt, ne, so das Einsteiger Peeling. Nachdem man halt Enzym Peelings so kennt oder halt generell den Einstieg in die chemische Peeling Welt wagen möchte, guckt man sich erstmal das PHA an, um da einfach auf eine milde Art und Weise sich mit Peelings vertraut zu machen, die nicht schrubbeln, sondern auf chemische Art und Weise dein Hautbild erneuern und verbessern. Und ja, das mache ich dann tatsächlich erstmal so, dass ich das zweimal die Woche anwende und dann jeweils eine Minute einwirken lasse und abwasche und dann auch mein Gesicht beobachte. Und wenn ich einfach merke, dass ich die Einwirkzeit vielleicht steigern könnte, mache ich das auch mal 2 Minuten, 3 Minuten. Und vielleicht traue ich mich irgendwann, dass ich dann so crazy unterwegs bin, wie die liebe Amelie with Love, die Peelings tatsächlich auf der Haut belässt. Die hat echt so eine geile Haut. Die ist so schön, die Frau. Schaut auf jeden Fall auch bei ihr vorbei, denn sie ist auch auf dem Dalton-Event und sie wird sicherlich heute auch ihr Video hochladen. Auf jeden Fall, genau, werde ich mit PHA starten und dann werde ich weitergehen zu AHA.
Und da bin ich auch froh, dass ich hier eine Probe drin habe, denn das muss ja erstmal vorsichtig angetestet werden. Es ist sehr, sehr gut und hoch konzentriert. Es wird sehr gut wirken. Es wird die Faltentiefe reduzieren und gleichzeitig Feuchtigkeit spenden und somit halt eine Slow-Aging-Wirkung mit sich bringen. Ne? Und deswegen finde ich das ganz interessant und freue mich auch drauf. Ich habe damals AHA tatsächlich auch, genau wie Amelie, jeden Tag einfach wie ein Serum verwendet vor meiner Schwangerschaft. Lief bei mir. Mittlerweile geht das nicht mehr so gut. Genau, weil die Haut sich ja auch verändert natürlich. Bei den High Concentrates werde ich mich dann natürlich auch, aber dann natürlich auch zu unterschiedlichen Tagen, auf das Retinolserum wieder stürzen. Meine Haut liebt Retinol bzw. das darin enthaltene Retinal als Wirkstoff und das ist auch der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin. Skin Renewal, das erneuerte die Haut. Also Retinol gehört zu den Vitamin A's und ja, das ist halt auch mit einer leicht peelenden Wirkung. Das heißt, ich werde dann sehr wahrscheinlich das pH-Peeling einmal die Woche verwenden und das Retinol ein- bis zweimal anwenden, abends. Und hier haben wir dann auch wieder diese wunderschöne Pumpflasche, ne, die... Ich liebe das Retinol und vertrage das Retinol von Dalton so gut. Ich vertrage nicht jedes Retinol, beziehungsweise meine Haut nicht. Das ist wirklich interessant. Und das hier ist von sehr guter Qualität, sehr offensichtlich, wenn meine Haut das verträgt. Kann ich euch wirklich empfehlen, euch das mal anzugucken, wenn ihr euch wirklich mit Anti-Aging beschäftigen oder Slow-Aging beschäftigen möchtet und einfach eure Faltentiefe reduzieren möchtet und dagegen ankämpfen möchtet. Ne? Es ist alles eher ein Verlangsamerungsprozess, das wissen wir alle, aber trotzdem, ja, möchte ich das in diesem Video mit nennen, weil das ist eins meiner absoluten Lieblingsprodukte von Dalton, weil das so gut ist, was aber richtig, richtig, richtig wichtig ist, dass wenn ihr euch mit eurer Anti-Aging oder Slow-Aging Skincare beschäftigt und da mit Wirkstoffen auf eurer Haut arbeitet, wenn ihr eure Haut peelt, wenn ihr so viel mit ihr macht, wenn ihr sie aufhält und so weiter, macht das Ganze erstmal abends und am nächsten Morgen definitiv Lichtschutzfaktor. Deswegen ist dieses Produkt Holy Grail, wirklich. Und damit auch nicht geizen. Das ist der Lichtschutzfaktor 50+ und der ist wundervoll. Ihr könnt damit wirklich eine gute Menge verwenden, ohne dass ihr so eine Würstchenbildung auf dem Gesicht bekommt. Verträgt sich super mit den anderen Produkten von Dalton. Ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt im Sommer zum Beispiel, vor allem richtig gut mit dem Vitamin C Serum, mit dem Vitamin C High Concentrate. Und jetzt gerade habe ich das ja auch für morgens in Anwendung und ich finde es einfach wunderbar. Es hat auch gleichzeitig noch so eine pflegende Wirkung mit dabei. Und ja, Lichtschutzfaktor, so wichtig. Weißelt nicht, rollt sich nicht ab, verträgt sich super mit Make-up und ich kann es euch einfach wärmstens empfehlen, sowohl im Sommer als auch im Winter zu verwenden, auch im Frühling und im Herbst natürlich. Ja, denn auch also von Oktober bis Ostern hast du ja Sonne da, die zwar nicht so doll scheint, aber wenn du deine Haut mit chemischen Peelings und so weiter behandelst, dann ist sie halt lichtempfindlicher, ne? Und dementsprechend macht es Sinn, da zu der Sonnencreme zu greifen. Ja, jetzt kommen noch zwei Produkte, die ich euch zeigen möchte. Einmal ist es so ein relatives Random-Produkt, aber ein Mega-Lieblingsprodukt, was ich mir jetzt auch safe wieder mit runternehmen möchte. Weil ich habe jetzt eine Zeit lang ein anderes Produkt in Anwendung gehabt und ich habe gemerkt, also das war der Isana Nachbehandlungsbalsam, und da habe ich einfach gemerkt, dass ich halt wirklich krass eingewachsene Härchen dann hatte wieder und es hat gejuckt, es hat sich nicht gut angefühlt, es sind Haare eingewachsen, ich hatte Rasurbrand und so weiter und das möchte ich nicht mehr. Und da habe ich, das war tatsächlich auch auf Korfu, herausgefunden, dass dieses Produkt einfach so geil ist. Und zwar ist es Sensitive Care Derma Balance, eine beruhigende Creme Medium. Die ist einfach so empfehlenswert, natürlich auch im Gesicht, aber vor allem im Unterstübchen, wenn ihr euch da rasiert. Denn das verhindert Rasurpickelchen, das verhindert, dass sich irgendwas nicht gut anfühlt. Und ich habe die sensible Haut ja nicht nur im Gesicht, ich habe sie am ganzen Körper. Und vor allem an sehr, sehr empfindlichen Stellen, untenrum halt auch. Und dementsprechend ist es einfach ein so geiles Produkt, was mein Leben verändert hat. Und ich weiß, dass viele das auch schon getestet haben, sowohl von meinen Kolleginnen als auch von euch, und mir geschrieben haben, boah, Claudi, ganz ehrlich, beste Aftershave-Creme ever. Ist es tatsächlich. Also man hätte es erst nicht geglaubt, ne? Sie stand halt bei mir auf dem Zimmer und ich habe erst gedacht, okay, ja, kannst du mal. Und ich hatte meine hier Aftershave-Creme halt zu Hause vergessen. Ich hatte keine mit. Und ja, habe die dann drauf gemacht und habe gemerkt, was für einen Hammer-Effekt diese Creme macht. Die ist super leicht und man würde es ihr eigentlich auch eher so nicht ansehen, dass sie da halt für prädestiniert ist. Sie ist jetzt halt ganz fresh, ne? Weil ich mir die jetzt neu bestellt habe.
Fiep, fiep, fiep. Oh, aber Sammy, der mag das Geräusch ja gar nicht, ne? So. Jetzt einmal kurz nach ihm gucken. Schaut so aus. Und das reicht wirklich für das komplette Unterstübchen. Ich sag's euch. Ein sehr, sehr leichtes Produkt, was dann auch eher wässrig auf der Haut wird und sich schön verteilen lässt. Aber die Wirkung, Leute, das pflegt so gut. Und da das halt ohne Parfümstoffe ist, ist es für untenrum perfekt geeignet. Weil da unten solltest du halt nichts mit Parfümstoffen verwenden. Und deswegen ergibt es einfach vollkommen Sinn, ne? Also mega krasse Creme, die jetzt auch schon wieder zack eingezogen ist und schön meine Hand gepflegt hat. Und ich freue mich drauf, die endlich wieder in Anwendung nehmen zu können, weil ich brauche sie halt, ne? Richtig, richtig geil. Und noch ein Produkt, was so gut ist und was ich euch einfach ans Herz legen möchte und wo ich auch Dalton sagen möchte, bringt bitte mehr Shades raus, ist die BB Cream, die wir Face Care Perfect Complexion BB Anti-Aging Cream habe ich in der hellsten Farbe und die ist wirklich empfehlenswert. Die deckt gut ab, ohne auszusehen, als hätte man eine Foundation oder BB Cream drauf. Das ist so hammergut. Ich verwende die halt wie eine Foundation. Das heißt, danach mache ich auch ein bisschen Concealer, ein bisschen Augentralafitti und so weiter, ne? Und ja, mega schöne BB Cream, die einfach gut funktioniert. Die gibt es nur leider nur in 2 Shades und ich liebe sie aber trotzdem. Ja, die ist sehr nährend, weswegen sie jetzt für viele wahrscheinlich auch Richtung Winter am geeignetesten ist. Ich kann sie ganzjährig verwenden, weil ich halt eine Trockenpflaume bin, ne? Und das ist einfach eine sehr, sehr angenehme Geschichte, die halt nicht nur Deckkraft gibt, sondern auch die Feuchtigkeit gibt. Die hat einen schönen Ton und gleicht schön aus und sieht angenehm aus. Die ist aufbaubar, wenn man möchte, ne? Und ich finde die BB Cream einfach super, super geil und würde mir natürlich noch wünschen, dass Dalton weitere dekorative Kosmetikprodukte rausbringt. So, Leute, ich habe euch jetzt ordentlich viele Produkte gezeigt und ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu überflutet. Ihr findet aber alle Produkte nochmal ganz entspannt aufgeführt in der Infobox. Und ihr könnt, wie gesagt, mit spa-claudi dort 25% bis zum 15.10. sparen. Und ja, das finde ich ziemlich geil, denn 25% bekommen wir immer nur zu ganz besonderen Events. Und das haben wir jetzt zum Beispiel. Tobt euch aus. Ihr habt jetzt 25, also ein Viertel spart ihr auf alles, was ihr dort findet. Das ist geil. Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.